Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen. Was sage ich da? Meine Herren, meine Dame. Herzlich willkommen bei Für Nüsse, dem einzigen Podcast, der live aus den Feuern des Schicksalsberges aufgezeichnet wird. Mit mir ist Dirk. Ich meine, bei mir. Ja, du hast aber bei Für Nüsse, das ist so wie bei Che Heinz. Das ist auch ganz geil. Was sage ich denn dann? Ich sage mal herzlich willkommen. Ihr Nüsschen. Was sage ich denn eigentlich immer? Ich bin Klaus. Stimmt, schön. Entschuldigung, dass ich dich da, also, das ist unsere neueste Frage schon. Es kann sein, dass es heute ein kürzerer Podcast wird. Hier im Podcaststudio sind entspannte 25 Grad und damit liegen wir 10 Grad unter der Außentemperatur. Ehrlich, 25 sind das hier? Weiß ich nicht, ich habe jetzt mal geschätzt, aber... Weil bei mir oben sind, glaube ich, ich würde sagen, so knapp 30 mit Ventilator und offener Tür. Unerträglich. Also wie gesagt, morgens reiße ich dann immer alles auf und versuche, so ein bisschen Luft hier reinzukriegen. Ja. Hausflur musste ich mir heute auch schon sparen, normalerweise habe ich mir die Wohnungstür offen. Mhm. Nachts, also falls ihr euch in mein Bett schleichen wollt. Nein. Er ist wie ein feuchter alter Hund. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Zu Fühlnüsse, dem Podcast mit Dirk und Klaus. Dirk. Ah, ist zu warm für Is. Für Is. Alle Freunde nennen mich Is. Mir steckt noch richtig Magnesiumkreide im Hals. Ist das eine kleine Anspielung auf deine Kletterkünste? Ja. Das kann ich sagen, mit 12 Stunden Pause zu klettern, ist echt keine gute Idee. Mhm. Also meine Hände fühlen sich an, stell dir vor, du rutschst mit der Schleifmaschine ab, mit dem 60er-Papier, zum groben Vorsäubern, hast es auf der Hand, merkst es aber erst nach 2 Minuten. Mhm. So fühlen sich beide meine Hände an. Oh, ich habe letztens mich geschnitten, mein Messer war so scharf, dass meine erste Reaktion vom Körper war, heiß. Es war echt so scharf, dass ich meinen Daumen rein dachte, nee, Schnitt, ach so. Da habe ich gedacht, gut geschärft, Kollege. Ja, schön. Boah, ich öle jetzt gerade hier schon in den, wie lange haben wir jetzt schon, 20 Sekunden? In 2 Minuten drin. Ich wollte auch nur warnen, also falls wir heute irgendwann früher aufhören oder mitten in der Frage, dann es liegt einfach nur in den Temperaturen, es liegt nicht an euch. Es liegt nicht an euch. Nein. Trinkt was, trinkt bitte viel Wasser. Und? Nicht süßen Scheiß und Kaffee und so Zeug. Gesundheitsminister Jens Spahn. War ja auch sein Tipp, viel Wasser trinken und die Wärmflasche mal in den Kühlschrank legen. Also ehrlich, wenn ihr Kältetipps oder Wärmetipps, also Tipps zum Abkühlen haben wollt, hört euch lieber unseren Podcast an. Meint er nicht von wegen Hartz IV ist auch nicht arm? Nee, Hartz IV ist nicht arm. Die 10 Euro verprasst ihr schön. Wer sich so viele Gewürze leisten kann, kann nicht arm sein. Ja, das stimmt. Jens Spahn und so, Alter. Das ist mit allen Kaltblütern so. Sobald es wärmer wird, werden sie aktiv. Die ganzen Echsenmenschen von der CDU, CSU. Oh, es geht heute um Verschwörung. Können wir auch machen. Nein, ich habe gerade gedacht, wegen Echsenmenschen, Mittelpunkt der Erde, wo der Keller ist mit dem, Roadbeer und Burns und Konsorten halt, die alten geheimen... Wer bittet niemals um Verzeihung, manipuliert die Oscarverleihung. We do. We do. Brum, bam, bam. Müssen wir jetzt eigentlich erstmal unseren, was war das? Der Weg der 1000 Schmerzen, der blinde Schmerzfluss. Die Paddelallee und. Ja. Das war eben gerade wieder 1000 Weg der Schmerzen. Psst. Ja, hast du irgendwas? Ja. Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Neuigkeiten? Ich hab den Anfang gesehen. Welchen Anfang? Naja, vom Ende? Nee, von Sascha, von Keller. Ah. Unangenehm. Alter Schwede, man sieht auch... Hast du es aufgezeichnet? Kann ich es auch sehen? Nee, man kann das ja nicht aufzeichnen. Also ich habe irgendwie gehört, bei Ufa fragen und dann geben die das Material raus. Also natürlich ungeschnitten, man darf es selber... Ich hoffe. Aber man sieht, also ich bin so froh, dass es für mich bis jetzt also so aussieht, dass die Auftritte halt auch die Chronologie meiner Auftritte dabei im Set halt verfolgen. Weil das erstmal, also man sieht richtig... keine Probe, 3 Takes pro Einstellung, gab 2 Einstellungen. Das Geile ist, ich wusste halt nicht die Kameraeinstellung, die echt, also man sieht halt Wolfgang Barrow, sein Gesicht macht nichts, ab und zu mal eine Augenbraue, irgendwie sagt sein Text. Ich mache ein Lambada im Gesicht, das ist auch immer dieselbe Augenbraue bei ihm, oder? Ich glaube, es ist immer die rechte, also linke für den Zuschauer. Ja. Ja. Also, aber das ist halt, also ich mache da irgendwas, denke, Was machst du denn da? Naja, okay. Ich hoffe, es wird... Ich will es sehen. Also ich freue mich drauf. Ich freue mich auf... du kannst dir den Quatsch angucken. Bei TV Now sind die Folgen, ich glaube,
zurück. Kannst du mir ungefähr sagen, wann du vorkommst in der Folge? Ich will nicht die ganze Folge sehen. Am 23. Also es ist immer. Nee, ich meine, in welchen Minuten? Musst du mir nicht jetzt sagen. Ich würde sagen, so einmal Mitte, einmal gegen Ende. Okay. Wenn du es auf TV Now guckst, dann wird es immer eingeteilt in zwei Kapiteln. Mhm. Und auf jeden Fall vorher einen Adblocker runterladen, weil du kotzt sonst. Okay. Weil du hast gefühlt alle 30 Sekunden halt einen Werbeblock und das ist dann schon ganz entspannt, wenn du das halt einfach, weil das sind ja nur 23 Minuten oder 25 Minuten maximal oder so. Grob, ja. Ja. Aber ich glaube, die ganzen Auftritte aneinander geknotet sind dann ja auch vielleicht, wenn es hochkommt, eine halbe oder eine dreiviertel Folge oder so. Oh ja. Aber immerhin. Wie war dein SEK-Einsatz? Ich habe dich gesehen mit deiner Wunderschütze. Ja, die Uniform war ein bisschen weit. Ich habe ein paar von den anderen Sachen schon gesehen, die sie zusammengeschnitten haben. Oh, das war schon eine coole Action, oder? Ja, der Schnitt ist manchmal ein bisschen harsch. Weil die so viele Einstellungen auf so wenig Zeit haben. Das heißt, du hast das Gefühl, sie schlucken so ein bisschen Handlung? Oder? Nee, es ist einfach, manchmal wäre es praktischer gewesen, ein bisschen weiter weg zu sein. Und dafür ist der Clip dann im fertigen Ding nicht nur anderthalb Sekunden lang. Manchmal sind die Schnitte einfach ein bisschen sehr schnell. Okay. Also manchmal wäre es besser gewesen. Das ist ein bisschen schlimm für mein Gehirn. Ja, manchmal wäre es ein bisschen besser gewesen, ein bisschen weiter weg zu sein von der Action. Das soll so ein Action-Gefühl wahrscheinlich. Ja, genau. Aber du sagst von wegen, wenn du eine coole Choreo hast, dann kannst du dich nicht totschneiden. Ja, genau. Dann kannst halt, und das ist ja viel geiler, weil dann denkt man, das hat der gerade alles selber gemacht. Und teilweise da haben wir nur wenig Text, aber dann ist auch so mitten im Satz, da. Cool. Ja. Naja, aber für so ein paar Impressionen reicht's. Ja. Ansonsten kann ich ja sagen, ich war gestern wirklich nur deswegen klettern. Weswegen klettern? Ach, weil sie Deckenventilatoren haben. Und ich dachte, das ist echt angenehm. Und die Kletterhalle am Ostblock an der Rummelsburger Bucht, die hat halt zwei große Tore. Das ist halt so eine alte Verladehalle. Steht denn nicht noch ein altes Obreck drum? Nicht, dass ich es gesehen hätte. Also wenn ich da bin, ja. Aber ansonsten nicht. Wieso du? Weil ich... auf jeden Fall. Bitcoin über 7.000. Gut. Damit sind wir ja wieder finanziell im Trocknen. Nee, aber... Ich habe mein letztes bei 12 irgendwas gekauft, ganz egal. Easy peasy. 15.000, dann 100.000, willkommen. Nice, wir werden definitiv verkacken. Wir würden warten, bis es 100.001 ist. Klug. Und dann fällt es wieder runter auf 2 Cent oder so. Und dann sagen, ach verdammt. Aber dann kaufen wir auch nicht noch. Aber 2 Cent kaufst du. Naja. Nur ein Fuffi. Naja, was sind 50 Euro? Ja. Meine Aktien gehen aber richtig gut gerade. Wir sind so eklig. Hashtag Jens Spahn, Aktien, wenn ich bei den jungen Liberalen bin, die finden das super, wenn ich so rede. Ja. Du hast ein fesches Polohemd an. Dankeschön. Das ist Lachs? Es ist so eine Mischung aus Lachs und Hellblau. Es schimmert ein bisschen wie so ein Chitinpanzer. Wunderschön. Das ist die neue Kollektion von denen mit dem Krokodil. Look Rock. Passt zu deinen Espadrillos. Ja. Nice. Ohne Socken. Das ist am hygienischsten. Ja. Trägst du ja eh nur einmal und wegschmeißt. Ja, die meinst du Espadrillos. Kosten die wie ein Liter Milch? 100 Euro, ja, eben. Ich würde den Deckenventilatoren, das war echt ganz angenehm. Gestern. Aber ich habe halt gemerkt, ich war heute früh, da waren meine Hände dann halt richtig ruiniert. Also Hände und Schultern. Das wird heute ruiniert. Also sagst du halt so Muskelkater? Nee, die Hände, also in den Schultern, ja. Also habe ich halt, dann merke ich halt immer die Belastung, wenn es wirklich so ist, ob man versucht, mir die Schultern aus dem Gelenk zu ziehen. Nice. Nach einer Weile, dann bin ich halt einmal ein bisschen von der Wand gerutscht und habe halt versucht. Aushängen wäre dann ganz geil. Tatsächlich andersrum. Also ich glaube, heute werde ich mich noch hinstellen und die Hanteln einfach in die Hand nehmen. So ein bisschen wie im Farmer's Walk. Ja, oder so. Und das, weil das ist halt genau die Richtung, die ich brauche, nach unten. Ja. Ansonsten habe ich so ein bisschen Mobilisierung mit einem Deuserband die letzten Tage schon gemacht. Das wolltest du nochmal ausprobieren? Ja, das wollte ich auch nochmal ausprobieren. Weiß gar nicht, liegt es da? Sehe ich das richtig? Nee, ich weiß nicht. Ich habe es irgendwo... da auf dem Bett. Was ist das für eine fesche lila Hose da oben? Das ist meine alte blaue Judo-Hose. Die ist nur sehr ausgeblichen. Ich habe letztens Farben, mit den... Was habe ich schon erzählt, ne? Mit den Farbzöpfchen im Auge und sowas. Und dass wir alle unterschiedlich die Farben wahrnehmen. Also im kleinen Teil. Das heißt, wenn man sich manchmal streitet und sagt, das ist definitiv blau. Also, oder hat mehr blau und andererseits hat mehr grün. Das seht ihr beide richtig. Es ist halt unterschiedlich in eurem Kopf. Dirk ist gerade so abgelenkt, weil das Deuserband... Oh, ist das angenehm. Ne? Oh, das macht doch immer Jeanshorts zum Aufwärmen. Ja. Oh. Ja, also das kann man echt ganz gut machen. Dafür ist es halt super geeignet. Oh, und ich hab's neulich die Stärke ist gar nicht, zu wenig, zu viel. Ja, genau. Also, und du kannst es halt, weil es so einen guten Grip hat, auch enger greifen für andere Übungen. Wie lange hast du das schon? Ich hatte mir zwischendrin Neues gekauft. Ich glaube,
das müsste so 3-4 Jahre alt sein. Ich habe nicht viel. Das war aber dafür ganz geil. Weil ich habe mal geguckt, letztens bei Amazon, ich hatte vorher das klassische Breite, das ist jetzt der schmale Deutschland, das klassisch Breite, also Handbreite oder ein bisschen mehr als Handbreite. Das Terraband. Terraband, genau. Ja. Und das Goldene, also die stärkste Stärke. Mhm. Und die sind ja so ganz krass Metallcomputer oder irgendwas um Dings, dass sie halt immer elastisch bleiben. Und es hat bei mir 4 Jahre gehalten und dann habe ich das echt in Stücke gerissen, weil es dann halt einfach porös wird und das ist halt dann schade, aber es... Mein altes Deuserband auch zerrissen, aber ich habe halt auch echt eigentlich, also halt Bizepsübungen gemacht und zwar viel. Alter, ich hatte einmal mir das Ding an die Unterlippe geschlagen. Ja, genau, bei mir war es echt knapp. Da siehst du aus wie Chiara Ohofen einmal. Ja. So. Und da kannst du halt mit den Füßen gut draufstehen, wenn du es gut, also weil das halt innen rau ist, kannst du es halt wirklich gut greifen. Für den Grip. Und das gibt's halt, also ich weiß, das ist halt einmal so die Professional-Stärke und das ist so der Klassiker. Das hier gerade? Genau. Und es gibt halt noch Junior. Innen ist rau oder außen ist rau? Die blaue Variante. Innen ist rau. Okay. Also eigentlich gehört das Rote nach außen. Ja, sorry. Ist aber sonst ein sehr, sehr gutes Instrument. Also da sollte man schon irgendwie das Geld ausgeben für das Original und kein Nachmacher. Das kostet auch nicht so viel, glaube ich. Also ich dachte aber halt von wegen, dass die Zusammensetzung es ja wieder mal ausmacht. Und wenn du halt dann einfach was holst, was halt 5 € kostet, dann ist die Chance sehr groß, dass du in einem Jahr dir damit halt die Augenlider wegreißt. Ja. Das Ding halt... Und wie gesagt, das hat lange gehalten. Ich glaube, das ist wirklich nur deswegen. Oder wie bei Kevin wollte, die Brust... Ich habe gestern ein Video gesehen, dass er das erste Mal schon wieder nach seiner OP trainiert. Warte, Dirk, vielleicht kann ich das mit unserer Frage verbinden. Meiner Frage für heute. Ja. Nämlich, Deuserband, 42 Euro im Original. Okay. What? Also doch bis 40 Euro geht es hoch. Ja, also ich wollte auch so 39, hätte ich gesagt, aber es ist offensichtlich noch ein paar Euro teurer geworden. Also ich denke mal, das ist halt echt immer interessant, diese Langzeitqualität. Wenn du jetzt irgendwie jetzt sagst, ich bin jetzt mal interessiert, dann hol dir was für 15 Euro. Ja. Das zerreißt wahrscheinlich nach einem Jahr. Bei Amazon Prime kriegst du es gerade für 21,60. Ja, okay. Das ist das, was ich hier auch hatte. Genau. Okay. Ja, Deuserband, rot-schwarz ist das Professional. Also geil finde ich sowas halt einfach immer, nicht nur zu Hause zum Dehnen, sondern einfach, wenn du jetzt unterwegs bist. Ja, das kannst du super Hotelzimmer einfach oder einstecken sowas, fürs Hotel. Ja, auf jeden Fall. Also zum Dehnen ist es halt auch und alles, ja. Ja, ja. Okay. Also ich wollte fragen, wir sind übrigens ja Männer von Welt, Männer, die einen Computer haben und eigentlich auch ein Smartphone. Ich habe einen Lenovo-Rechner von, weiß nicht, vor 15 Jahren oder was? Na, ja, 10 aber das Jahre, kann man schon fast als Computer bezeichnen. Da habe ich eine Frage. Du hast ja gesagt, irgendwie SSD geiler als HDD oder sowas. Ja, deutlich. Ja. Aber das liegt ja nur, also nur die Geschwindigkeit oder halt auch die Nutzungsdauer. Also tötet sich das andere selber schneller oder was? Weil ich meine, es gibt ja noch sehr viele Angebote, wo halt eine alte HDD-Festplatte ist. Es kommt auf die Kann man nicht pauschal immer sagen, was ich als alter Hund verstehe? Ja, SSD ist besser. In jedem Belang. Die hatte keine mechanischen Teile. Ja, und deswegen gibt es halt keine mechanischen Schäden. Da ist nur Zaubergel drin, ne? Genau, ja, also Feenstaub. Der, theoretisch, in gewissen Nutzungsfällen kann eine mechanische Festplatte langlebiger sein. Aha. Aber nur dann, wenn du ständig Daten schreibst, löschst, neu beschreibst. Okay. Nur dann. Also wenn du halt, Wie so ein permanentes Defragmentieren, oder wie das heißt? Naja, das brauchst du eigentlich eh nicht, wenn du kein Windows nutzt. Und ich glaube, auch die neuere Windows-Version macht es nicht mehr so. Gibt es noch das, Windows? Das ist tot. Nee, das gibt's noch. Deutsche Bahn nutzt das noch. Ja, 3.1. Es gibt genauso wie die Telekom und Time Warner und die alten Posttelefone, sind einfach mitgeliefert. Cool. Aber in solchen Fällen kann die SSD dann weniger langlebig sein. In der Regel, wenn du es normal benutzt, ist die SSD langlebiger, stabiler und halt einfach die Geschwindigkeit. Das ist kein Vergleich. Und es ist halt, hörst du, was mein Rechner gerade macht? Nichts. Eben. Gar nichts. Also das ist halt. Bei mir höre ich aber auch nur den Lüfter, der jetzt gerade die ganze Zeit. Ja gut, das ist eine andere Sache. Das ist bei einem neuen Rechner wird der Lüfter aber ziemlich sicher auch nicht an sein. Einfach nur aus dem Grund, weil die neuen Rechner eine Prozessortaktrate haben. Gekühlt sind wie eine alte 750. Haben, die so schnell, ist, dass der Prozessor die ganze Zeit so auf 10% Leistung läuft und dann muss die Kühlung nicht angehen. Und also hier ist es bei dem Rechner, auf dem wir aufnehmen, ist es auch so, nur wenn ich irgendwas codiere und der Prozessor mal kurz hochtaktet, geht die Lüftung an. Ansonsten ist der einfach kühl. Okay, spannende Geschichte. Wie unsere Show. Also, ich wollte mal fragen, was ist denn so unsere Entspannungsempfehlung, unsere Sachen zum einfach wegschauen auf YouTube? Was läuft denn bei uns auf YouTube zum Einschlafen, zum Essen, einfach so nebenbei, um ein bisschen Lärm in die Wohnung zu bringen? Brain and Gain! Brain and Gain!
Das war wollen, doch klar. Wollen wir gleich über Brain and Gain reden? Ja. Ja, reden wir gleich über unser, Brain and Gain. Unser, Fakt. Das ist gerade unser Highlight. Ich habe es durch Zufall entdeckt, habe es Klaus geschickt und er meinte, er hat mir irgendwas geschrieben von wegen, ich muss jetzt Schluss machen, weil ich lache mir den Kehlkopf ich raus. Ich wäre fast erstickt vor Lachen in der ersten Folge. Aber da muss fairerweise, das war auch die gleich, wo Tim Wiese einkaufen geht. Ja, für die Kleinen gibt es T-Shirts hier. Hier, er, nein, bester Mann. Also muss da kurz zu sagen, das ist ein Kanal von Murat Demir und Tim Wiese. Ich glaube aber geleitet, geführt, alles bla bla bla, ist alles von Murat. Mhm. Seines Zeichens, ich weiß nicht viel über ihn, ich glaube, er ist halt irgendwie Bodybuilder, ja. Bodybuilder aus Bremen, und ist auch ein gebürtiges Bremer Influencer. Kind. Und Influencer natürlich, ja. Ist irgendwie knapp über 40, ist halt also permanent am Pump. Das ist jetzt nichts von wegen die aktuelle Fitnesswelle mit CrossFit irgendwas zu vergleichen. Er ist traditionell wirklich klassischer so ein Fleischaufbauer. Ja. So. Und der hat halt auch, und der ist permanent, also was heißt drahtig, der ist permanent entwässert. Entwässert, das ist halt auch ganz gruselig zu sehen bei den Temperaturen. Der hat halt auf dem Arm, auf dem Bizeps, die klassische Bizeps-Sehne, Ader. Aber die ist halt so dick wie mein Finger. Und das ist kein Scherz, wo manche sagen, oh, guck mal, innen drin, die man sieht ein bisschen. Das ist ja immer nur der Fakt, wenn ihr dicke Arme habt und sagt, ich sehe das nicht, liegt es halt daran, dass ihr nicht genug entwässert seid. Darauf ist dann halt einfach unheimlicher Wasserspeicher, beziehungsweise dann manchmal noch ein Fettablagerung, wie bei mir zum Beispiel. Wasser und Haut brauchst du nicht, du boostest nur den Muskel. Und er ist wie, als ob er permanent im Wettkampfmodus ist. Macht halt irgendwelche schlechten Witze und dann ab und zu gibt es dann halt so kleine Toppings von Tim Wiese, die sind halt super. Du merkst jedes Mal, wie die Kamera läuft, Tim schaut nicht hin, findet das total unangenehm, macht die Gags aber alle mit. Ja, rauchen habe ich mit 8, 9 Jahren angefangen. Und ich rauche nicht viel, 2, 3, 4 Zigaretten am Tag, nur wenn mir langweilig ist. Das ist halt so geil. Ja, also Brain and Gain ist schon eine gute Empfehlung. Tim, genau, vielleicht kann man nochmal sagen. Es gibt 5 Videos oder sowas hochgeladen. Wir wissen ja, wer Tim Wiese ist. Tim Wiese, ehemaliger Bremer Torwart, stimmt, ehemaliger Nationaltorwart, es hat vorher in Kaiserslautern gespielt, kam dann zu Bremen, in Bremen zu mehr oder minder Berühmtheit gelangt, weil er einfach so eine Kultfigur geworden ist. Ein Paradiesvogel im Tor mit rosa Trikot leuchtend. Bekannt geworden durch einen, kann. Ja, bekannt geworden durch einen Riesenpatzer gegen Juventus Turin, der Bremen aus der Champions League gekegelt hat. Ein Riesenaussetzer von Tim Wiese. Danach absoluter, unangefochtener Rückhalt der Mannschaft, hat 11 Meter reihenweise rausgefischt, hat in einem Spiel mal 2 Elfmeter gegen Bayern gehalten. Jemand, auf den man sich absolut verlassen konnte in den Pokalspielen gegen Hamburg. Da gab es mal 2 Wochen, wo Bremen 4-mal gegen Hamburg gespielt hat. Tim Wiese hat das Ding alleine gerockt. Also wirklich super Torhüter. Dann da küsst ja jemand die Füßchen von ihm. Ominös gewechselt mit der Prämisse, er hat eine kurze, also als Fußballer eine kurze Karriere, deswegen will er möglichst viel draus machen und wechselt zu einem finanzstarken Verein, ohne darüber zu reden. Deswegen hat man schon gedacht, naja, so Spanien, das klingt nicht so, wenn es irgendwas in Spanien oder England wäre, hätte er schon gesagt. Dann sage ich, nervig, Russland oder Türkei und so. Und dann wechselt er nach Hoffenheim. In Hoffenheim kurz darauf. Aber da war er doch die ganze Zeit nur auf der Bank, oder nicht? Ja, anfangs hat er gespielt, dann kurz darauf abserviert und aus aber der zweiten Mannschaft verbannt. Also ja, der hat sich irgendwie mit dem Trainer da überworfen und das war. Er war auch nicht der Einzige, da wurden einige aus der Mannschaft verbannt. Also er hat auch ein Monster-Ego, ne? Das ist ja auch nicht. Ja, na, klar. Also, ja, aber ich meine, der war halt auch aber ein, da war er schon guter gepumpt, oder Torhüter. Nicht? Nee, noch nicht. Okay. Nein, da war er noch sogar. Stimmt, da hat er so viel in Zeit ganz, gehabt. In seiner ganz schlanken, und dann fing er genau, an, ne? In seiner ganz schlanken Phase. Der hat richtig viel Gewicht verloren eine Zeit lang. Ich habe mal ein längeres Interview in der 11 Freunde mit ihm gelesen. Das hat aber Brain and Gain auch mal gesagt, dass er zwischendurch halt irgendwie so ein Training gemacht hat. Ja, wo er 8, 9 Kilo verloren hat. Im Monat. Ja, und auch, was er in dem Interview erzählt hat, er war laufen und in der Sauna vorm Training. Der meinte, Thomas Schaaf ist einmal am Auto an ihm vorbei, als er joggen war, vorm Training, hat nur den Kopf geschüttelt und ist weitergefahren. Ehemaliger Trainer von Werder Bremen, falls... Ja. Jetzt technischer Direktor bei Bremen, übrigens. Ah ja, stimmt, das hast du irgendwie mir geschickt. Ja. Schön, dass er wieder da ist. Ja, und dann hat Tim Wiese angefangen mit seiner Zeit, also als er... Genau, also als er war verbannt, auch aus dem Trainingverband, auch aus dem Mannschaft... Aus dem Trainingverband? Er und einige andere durften nicht mehr zum Training kommen. Was haben die denn gemacht? Durften aber auch nicht wechseln. Ach, die haben sich da so mit der Führung überworfen. Aber vertraglich waren die dann halt noch so von wegen, die haben Kohle gekriegt für Nüsse. Genau. Für Nüsse. Ja, und unser Podcast-Name, für Nüsse. Nee, Für Nüsse. Wir haben uns gerade geküsst. Nein! Und dann klingt das so. Oh, das Podcast-Dabbing gerade wieder. Mach dein Floss-Dance. Ach, ich muss aufstehen dafür. Ja, und? Warte, er steht auf und. Nein! Oh, er kann das wohl! Komm, ich komme mit der Hüfte einfach durch. Okay, ja. Wow!
Krass. Davon müssen wir ein Foto machen. Podcasting. Naja, ja. Jedenfalls. Also aus dem Trainingverband, er mit einigen anderen. Einige davon waren, es gibt in der Bundesliga dann immer so ein Camp für arbeitslose Profis. Ist kein Scherz, wo die dann halt selbst organisiert, die holen sich dann einen arbeitslosen Trainer und vor der Saison versuchen sie nochmal in Form zu kommen. Arbeitslos wie Timmy, dass er halt vertraglich alle noch Kohle kriegen oder arbeitslos? Nee, dann halt richtig freigestellt. Okay. Und da waren halt ein paar andere, die sind dann da geendet. Also der Verein hat den Vertrag auslaufen lassen. Ja. Und Tim Wiese hat dann aber sofort, als es hieß, er darf nicht mehr zum Mannschaftstraining kommen, die haben dann irgendwie mit der zweiten Garde von der zweiten Mannschaft trainiert. Aber halt kein Training, wo du als Profi weiterhin spielbereit bleiben kannst. Und dann hat er mit Bodybuilding angefangen. Und das in einem Alter von, ich glaube, der war da 32 Jahre oder so. Aber vielleicht sogar noch jünger. Auch, ne? Ja, aber auch, ist ja für einen Torwart kein Alter. Dass der als Torwart kannst du ja mit 40 noch auf vergleichsweise hohem Niveau spielen. Ja. Wie lange hat Kahn im Tor gestanden? Ich glaube, bis 39. Okay. Lehmann bis 40 oder so. Und Kahn hat ja dann noch bei Bayern aufgehört. Der hätte ja auch noch locker nach Saudi-Arabien wechseln können und spielt dann ein Jahr für 6 Millionen. Ja. Also das steht ja Torhütern dann immer offen als Option, dass du sagst, okay, du wechselst jetzt. China ist ja ganz beliebt, die zahlen ja auch unglaubliche Beträge. Okay. Oder ich glaube, ab einem gewissen, was ich letztens auch meinte, ab einem gewissen Alter hast du auch keinen Bock mehr, dann halt irgendwie, wenn du halt irgendwo gesettelt bist, sagst du, und Kohle hast. Also sagst du, ich habe Kohle und ich kann mit der Kohle halt auch umgehen und nicht von wegen ein halbes Jahr, juhu, und dann. Du musst dann halt Bock drauf haben, irgendwie so Schweinsteiger und Frings und ich glaube, Metzelder oder Arne Friedrich sind ja dann in die USA gewechselt. Ja. Und das kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn du dann sagst, naja, okay, ich habe halt die Chance, nochmal auf mittlerem Profiniveau zu spielen. Mhm. Also so ein bisschen vergleichbar mit der zweiten Liga hier vielleicht dritte Liga. Und dann lebst du halt einfach mal 2 Jahre und weißt, es ist ja zeitlich beschränkt, mit deiner Familie in Chicago. Ja, aber das ist halt die Sache, ne? Genau, also du musst halt Bock drauf haben. Und das Zerreißen sowas. Ja. Und, aber ich meine, du kannst auch sagen, so schadet ja auch den Kindern nichts, mal im Ausland zu leben, wenn du die Frau mitnehmen kannst. Ja. Aber wie gesagt, du musst es halt wollen. Und das, oder den Freund. Ja. Ja, genau. Und die, also einfach um zurück auf deine Frage zu kommen, und die haben halt jetzt beide, die hatten schon mal halt irgendwie, Road to Glory waren die anderen, ne? Ja, genau. Das war, schon wieder vergessen, wie die heißen. Das war irgendwie so ein Pumper-Freaks. Tim Wieser hat mega Beef mit Road to Glory. Naja, Road to Glory waren doch welche, waren noch zwei, hatten die nicht ihren eigenen, naja, egal. Ja, genau, das sind der eigene Kanal, die dann so krassen Beef mit Tim Wieser hatten. Ja, aber bester Mann. Das war halt immer so die, also weil das Bodybuilding ist ja gerade so ein bisschen gehypt, was ich ganz lustig finde, weil das gibt es ja eigentlich schon ewig, wenn man so will. Und jetzt ist das halt, weil generell ist ja so eine krasse Fitnesswelle seit ein paar Jahren durch Europa, beziehungsweise weltweit, ja, also Amerika hat es ja auch. Ein Gespenst geht um in Europa. Ah, wo ist das her, Herr Hamlet? Karl Marx, Manifest der Kommunistischen Partei. Zeitung. Nein, ich habe, wie war der Spruch mit, das was hier, faul im Staate Dänemark? Was, ja? Das ist doch das Hamlet, ist Hamlet, ja. Ja gut, das klang so ähnlich. Ja. Oh Gott, diese leeren, traurigen Hechler. That's what she said. Der hat sich geschnallt. Vorgespielter Orgasmus, leere, traurige Hechler. Ah, okay, so nennt man die. Naja. Das ist wirklich egal. Jetzt spitzt er die Füße ins Plié. Scheiße, bringst du voll die Lande. Brain and Gain ist jetzt der neue Kanal. Genau. Guckt es euch an. Es gibt halt irgendwie 5 Folgen. Und der ist halt, wenn man Tim Wiese und seine Sprüche mag, dann ist es halt sehr lustig. Die kamen wöchentlich raus. Also ich bin in guter Hoffnung, dass da jetzt diese Woche noch was Neues kommt. Ja. Weiterer Kanal, also um da halt mal auf dieser Schiene zu bleiben, den es jetzt leider nicht mehr gibt und nur noch umgefummelt, ist die Hardgainer oder Hardgainer Crew. Das waren dann halt auch so Pumper aus Charlottenburg, die es halt noch alle gibt. Haben so ihren Weg gemacht. Größer, die dann halt, glaube ich, hauptsächlich auch Influencer und YouTuber und sowas sind. Das ist einmal der Vito Vitor. Lasst euch impfen gegen die Influencer. Genau. Auch wenn ihr meint, ihr seid gesund, ihr könnt die weitertragen an Leute, die empfindlich sind. Also die Hardgainer Crew waren halt so Pumper, die dann halt, was immer am interessant, also sie haben halt ihre Trainingsphasen gezeigt, so ein paar Challenges von wegen mehr Curls mit, keine Ahnung, 120 Kilo oder irgendwelche gruseligen Sachen. Am spannendsten und wahrscheinlich, wo sie auch mit die breite Masse berührt haben, die waren sich halt nicht zu fein, halt auch irgendwelche lustigen Sachen zu machen, wie Bodybuild
Bodybuilder gehen zum Ballett, Bodybuilder machen Yoga, Bodybuilder klettern und sowas. Und das war dann schon interessant, wenn dann siehst so 120 Kilo Muskelmasse, die sich dann versuchen, wie so eine wie so ein Stein da halt irgendwie so eine Wand hochzuziehen. Oder halt beim Ballett, wo dann wo sie auch gesagt haben, das ist halt auch so ein bisschen, das haben halt auch viele Leistungsbodybuilder gemacht. Arnold Schwarzenegger soll das gemacht haben, ja. Oder, na okay, das ist ja nicht Bodybuilding, obwohl hat ja auch Bodybuilding gemacht. Jean-Claude Van Damme hat ja auch Ballett gemacht. Und die sind halt einfach graziöser und eleganter dann halt bei ihren Präsentationen auf der Bühne, als wenn da halt siehst von wegen Stampf, dann siehst du halt von wegen, wie die Hüfte dann halt auch einfach fest ist. Ja, und daraus standen jetzt Vito Vittore, powered by Hardgrainer Crew. Der hat jetzt irgendwie seine Richtung, das war der Anführer quasi auch von der Hardgrainer Crew, so ein Riesenberg, dunkle Haare, Vollbart, schon ein sympathischer Kerl, der jetzt so im Martial Arts K1 sich ausbilden lässt, weil der halt, also der möchte am liebsten machen, also was am meisten Spaß macht, ist halt irgendwie in Filmrichtung reinzurutschen. Mhm. Das hat er schon immer so angedeutet. Und der hat bei 4 Blocks, bei der zweiten Staffel, glaube ich, ich weiß nicht, ob der ersten auch, da im Hintergrund böse Crew, riesengroßer, grimmiger Albaner, da passt er halt einfach ganz gut. Der muss halt irgendwie nichts machen und die Bomberjacks in XL ist bei dem halt auch aufgedampft. Und da will er halt dann, glaube ich, auch so ein bisschen die Fähigkeit ein bisschen größer, höher schieben, weil er dann vielleicht sich ein paar Sachen mehr verspricht. Ein anderer ehemaliger Hardgainer war Kevin Wolter. Der hat einen eigenen Kanal aufgemacht und der hat so viele Follower gehabt, das Ding ging, einen Monat ging das halt krass durch die Decke. Und der ist jetzt leider traurig berühmt damit geworden. Ja, nicht, war vorher schon berühmt. Aber der hat halt beim Training letztens beim Bankdrücken sich die, ich glaube, linke Brustmuskelabriss zugezogen, weil er halt total super im Pump war. Hat halt irgendwie 200 gedrückt und dann meinte er so, ach, machen wir 220. Und dann meinte das Studio, in dem er war, es war halt ruhig und hörst nur ganz laut, so einen lauten Pam, meinte er so richtig. Also es hat arschdoll geknallt, als wenn jemand einen Peitschenschlag gemacht hat und sich der komplette Brustmuskel hat abgelöst. Und dann ist natürlich auch gleich die Hantel runtergedonnert und alle sind halt ran, haben ihn gerettet so. Und das sah halt echt aus, er hat dann einen Tag später irgendwie Video gemacht, als ob jemand mit einem Baseballschläger ihn unter die linke Achsel geschlagen hätte. Also es war ein... Wenn die Vorstellung alleine... Es muss höllisch wehgetan haben, wenn sich sowas löst. Und dann wurde halt... operiert von so einem irgendwie renommierten Sportmediziner, der extra für ihn aus seinem Italienurlaub zurückkam. Und das ist nicht länger als, weiß nicht, Monat, anderthalb Monate her. Und jetzt hat er gestern sein erstes Training wieder mit ein bisschen mehr Gewicht gepostet, beziehungsweise präsentiert. Alles dann halt auf der heilenden Seite, also rechte Seite. Ja. Und dann haben auch viele gesagt, bist du bescheuert, weil dann ist es so ein Ungleichgewicht. Meint, ich habe eh ein Ungleichgewicht, weil wenn ich die linke Seite benutzen kann wieder, dann bis dahin, wenn ich rechts nicht mache, ist trotzdem links alles verkümmert. Und er spricht dann halt auch davon, dass man, im Ansatz habe ich schon mal sowas gehört, dass wenn du halt nur die rechte Seite trainierst, das Gehirn halt aber einfach diesen Wachstum auf beide Seiten, also die Wachstumsansagen quasi auf beide Muskelgruppen streut und sagt von wegen auch die unbenutzte Seite hier, Wachstum auch natürlich im minimalen Verhältnis zur aktiven Seite. Aber ich glaube generell, er muss halt auch das machen. Aber du siehst halt so viele Übungen, wo halt die linke Seite, das ist ja nicht sein linker Arm, sondern die komplette linke Brust, alles muss halt eigentlich ruhig sein. Hat er das fixiert irgendwie? Das ist nur in so einer Schlaufe und das ist halt alles. Und dann macht er halt Übungen, wo du das Gefühl hast, dass er sich konzentrieren muss, links jetzt nicht gegen anzuspannen. So, und dann halt auch richtig viel Gewicht rechts. Und dann denkst du, oh! Und dann irgendwann stand er da halt bei einem komischen Seilzug. Und dann, oder Klimmzugstange oder sowas, und dann meint er zum Kameramann so, wenn ich mich da jetzt nur dranhänge, dann machst du wieder pisch, und dann ist sie schon wieder ab. Weil es ja minimals halt angenäht, es ist ja halt alles noch eine Wunde und versucht sich halt traurig langsam wieder da halt festzuwachsen. Das ist halt eigentlich glaube ich, wäre das eine gute Chance, mal zuzulassen, dass die Muskeln sich abbauen, dass es wieder verheilt ist und dann mit einem gesunden Neuaufbau anzufangen. Das habe ich halt gedacht, aber... Was ja auch viele Leistungssportler, Fußballer und so, die kommen ja dann auch dann, wenn es halt vollständig verheilt ist, man kommt hier vergleichsweise schnell wieder zurück und dann aber wirklich mit einem gesunden, hundertprozentig kontrollierten, nach neuesten Erkenntnissen gestalteten Aufbau. Mhm.
Ich weiß ja nicht, welche Informationen er hat. Also ich glaube nicht, dass er komplett, also so krass mit seiner Gesundheit spielt und sagt, alle sagen, ja, trainiere nicht und ich trainiere doch. Also der muss ja halt irgendwie in der Physio und in der Beobachtung sein mit Ärzten sowas, dass sie sagen, wenn sie die rechte Seite entspannt, immer leicht Muskelreiz geben, ist das schon okay. Aber die Frage ist, wie weit muss er es machen, um weiter Geld zu verdienen als Influencer? Also ich denke mal, also er hat ja halt von Anfang an gesagt, als das passiert ist, er dachte, jetzt ist alles zu Ende, weil er halt ja auch ein paar Sponsoring-Verträge mit Smilodogs und mit Giga Nutrition. Smilo. Und und die wollen ja halt auch weiterhin was sehen. Deswegen hat er gesagt, er hat seine OP gefilmt. Die habe ich mir nicht angeguckt, weil da habe ich gedacht, ich glaube, da wären wir ein bisschen anders. Ich musste aber, vielleicht kann der Doc sich die mal anschauen und uns sagen, ob das okay ist oder dumm. Das wäre gut, wenn der Doc einfach das als Feedback unter die OP schreibt, unter das YouTube-Video. Das ist wahrscheinlich voll gelangweilig. Das kannst du ja so nicht machen, das hätte ich in der Hälfte der Zeit gemacht. Kriegst du gerade deine Hände während des Aufnehmens? Ja. Ich hoffe, es sind die Hände. Ich nutze halt gerne mal die Zeit, wenn ich Alter, Hände, finde, dann Hände kann ich meinen ganzen Oberkörper mal einspielen muss. Mit der. Ja, aber man guckt ja meine Pfoten an. Es sieht aus wie hat das Peeling denn was gebracht? Pferdefuß. Tatsächlich, ja. Ja. Ja, ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt, Hände jetzt nicht wieder komplett trocken sind. Meine Kernseife kam heute an, aber von was hast du bestellt? Von so ein Bio-Zeug ohne Zusätze? Die ist 100% oder? Vegan, ohne zusätzlich. Dormil oder Doril heißt die Marke so. Andere Marken sind verfügbar. Die sind hier nicht öffentlich-rechtlich. Wir sind nicht mehr öffentlich mit unserer Zuhörerschaft. Aber die ist nicht so, also die sieht aus wie normale Seife, deswegen weiß ich nicht, ob die halt nur so einen ganz feinen Peeling-Anteil hat. Ich wollte wirklich einfach diese graue, fiese Kernseife, die ist sein Gesicht wird schon komplett verwäschert. Also es gibt definitiv so eine rein unparfümierten Kernseifen. Ja, also genau, die ist halt rein unparfümiert und ohne irgendwas, aber halt so. nicht diese Sandkonsistenz, sondern Konsistenz, wie sieht er aus wie Seife? Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Achso, du wolltest eigentlich so eine Peeling? Ja. Okay, aber also das ist ja, dann was, ist ja schon mal ein anderes. So diese klassische 50er-Jahre-Seife. Ja. Also als ich letztens hier bei so einer Selbstschrauberwerkstatt war, das war ganz geil, weil ich war halt dann immer bis so einen Ellbogen in Öl und Schmiere und sowas. Und dann hat er da so eine... Und dann musstest du tanzen für die Schrauber. Und dann habe ich mir da die Pfoten gewaschen. Er hatte halt ganz normal Seife, aber hatte halt auch die klassische, gut selbstgemachte Peeling-Seife. Mhm. Was ja halt einfach nur Sand ist, mit so alter Kernseife zusammengerieben, bisschen gematscht und so. Und irgendwann. Und das, da kannte ich noch vom Opa damals aus dem Garten. Weil das echt, das schubbert dir zwar erstmal die Epidermis ab, aber du hast dann halt das ganze Öl schön, weg. Ja. Und danach hast du einen Babyfinger. Ja. Und dann habe ich dummerweise noch was vergessen, dann waren die wieder komplett... Ja, genau. Ich habe es ja auch dann ganz klassisch einfach mit so einem Zucker-Zitronensaft-Olivenöl-Brei gemacht. Ja, ja. Das ist auch also echt gut funktioniert. Wie gesagt, Vorteil ist, wenn du dich damit einschmierst und erstmal das einmal kurz ziehen lässt, aber du willst die Hände ja noch ein bisschen, weil dann werden die richtig... Ja, genau, also das wäre zu viel. Also ich habe wie gesagt, also heute schon, nachdem sie wund von gestern waren, heute an die Wand waschen. Wund waren die? Naja, ich meine, ich war 1,5 Stunden alleine klettern, ohne große Pausen und habe tatsächlich dafür, dass ich dann allein da war, noch 2 recht anspruchsvolle Strecken auch gemacht und bin dann einer halt einfach nur ständig gescheitert. Ärgert mich immer noch. So eine horizontale Strecke, aber der erste Schritt ist halt so ein Scheiß. Horizontal, klingt gruselig. Naja, nein, du stehst halt einfach bis so 50 bis 100 Zentimeter über dem Boden und spazierst einfach seitlich die Wand lang. Ja, aber trotzdem, also es wird ja nicht sein von wegen Fuß nach rechts, Hand nach rechts, es wird ja nicht so ein einfaches... Nee, genau, die ist ein bisschen, schwieriger, komplex, aber so. die erste Gewichtsverlagerung kriege ich schon nicht hin. Okay. Und das ist halt ärgerlich. Also nicht mal, dass man irgendwie reinkommt in die Strecke. Naja, und da auf jeden Fall waren die Hände halt einfach, es gibt halt verschiedene Griffe, die verschiedenen Felsarten nachempfunden sind. Ja. Und da, es gibt halt einfach richtig raue und wenn man da halt länger an diesen richtig rauen drin ist, dann sind die Hände halt einfach offen. Also ich meine, nicht umsonst haben Kletterer auch mal Tape dabei, um das zu fixen. Ja, aber das führt mich vielleicht zu meinem nächsten Kanal, den ich ganz gerne mal vor meinem Essen schaue. Bouldering Bobat ist so eine Boulderhalle. Das ist ja wahrscheinlich auch seit neuestem, oder? Ja, genau. So eine Boulderhalle in England. Ich bin halt darüber reingekommen, weil die ein paar ganz gute Tutorials haben für Einsteiger, was halt so Fußhaltungen angeht und Griffarten und wie man die verschiedenen Griffe greift. Die Jungs sind mir... Bouldering Bobat? Ja. Was ist Bobat? Ich glaube, irgendein Affe oder sowas. Okay. The Arch heißt die Kletterhalle. Der Bobat ist auch das Symbol von denen, würde ich sagen. Manchmal sind die mir ein bisschen zu, hey, Bro, Dude, haft. Da ist es schon ein bisschen anstrengend. Aber es ist halt ganz schön, wenn man Leuten mal beim technisch ganz guten Klettern zusehen möchte. Und die haben halt sehr unterschiedliche Techniktypen, was das angeht. Also die haben halt einen, der sehr lang ist.
und dann halt einfach immer nur so ein bisschen in die richtige Richtung greift und der kommt halt schon ran. Und dann gibt es halt einen, der eigentlich alles immer springt. Also der immer den Kontakt mit der Wand verliert und sich dann den komplett wiederholt. Und die anderen liegen halt immer irgendwie so ein bisschen dazwischen, so ein bisschen wuseliger. Es gibt eine Frau dabei. Das finde ich immer ganz angenehm, Frauen beim Klettern zuzusehen, weil die halt in der Regel weniger Kraft besitzen und entsprechend auch weniger Kraft einsetzen. Dafür sieht es aber technisch viel sauberer aus. Ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt eine höhere Eleganz, weil man also sagt, ich hänge an einer Hand, sondern ich weiß, wie mein Körper da durchkommt. Genau, oft wie eine Spinne und der Fuß dann halt super hoch, fast auf Schulterhöhe und dann da rausgedrückt. Das ist schon so ein Wand-Yoga. Ja, tatsächlich. Sieht wirklich teilweise aus wie Wandballett, wenn man das so auf professionellem Niveau bei den Frauen sieht. Ja. Ja, da gibt es halt so ein paar Kanäle, irgendwie Eric Carlson Bouldering, das ist so eine Crew aus Schweden, die sind auch ganz lustig, da gibt es halt so einen super kräftigen Typen, der auch Thor heißt, irgendwie so lange blonde Haare und so ein ganz komischer, dünner, blonder Schnurrbart, der hat neulich so ein Produkt angepriesen, wo ich dachte, vielleicht auch ganz was für uns, Riegel aus Grillen. Ja, habe ich schon mal. Gemahlene Grillen, ja. Das war wohl so ein Kickstarter-Projekt, also die... Habe ich aber auch schon mal überlegt, ob ich dir sowas hole. Ja, die tun. Weil ich meine, du würdest es, glaube ich, nicht schmecken, beziehungsweise es heißt ja immer von wegen, es hat so eine Tendenz von wegen was Nussiges oder Hühnchen. Ja, oder man muss halt, glaube ich, einfach mal beim ersten Bissen drüber hinwegkommen. Aber ich glaube, sobald du für den Kopf die Assoziation weg hast, dass du gerade Insekten isst. Ich möchte nicht wissen, wie viele Fruchtfliegen oder sowas ich da aus Versehen schon vertilgt habe, beziehungsweise wie viel Müll ich früher gefressen habe mit Junkfood und irgendwelchen Burgerketten und sowas. Gemahlene Hühnerklauen. Ja, genau, wo dann weißt von wegen, dass im, keine Ahnung, McDonald's Burger 70% keine Fleischanteile, sondern Fleisch. Also das halt. Ja, und dann muss man sich halt, glaube ich. Fußnägel, Fussel, halt was das Fleisch zusammen. Ich glaube, dann sind Grillen schon eine sehr reine. Und halt auch eine gute Ressource für den Planeten. Ja. Ja, was sie halt, genau. Genau, und also ich meine, tatsächlich, ich glaube, ich hätte eher ein Problem damit, wenn ich die sehen müsste im Essen. Ja, also gut, das ist ja dann grob und fein. Ich denke mal, fein, was ich gesehen habe an Produkten, das ist ja dann wie Mehl. Mehl, genau. So. Also auch nicht anders als in so die künstlichen Proteinriegel, woraus auch immer die gemacht werden, die wir immer essen. Milch, Molke, Protein. Ja, hauptsächlich Casein, ist Molkeprotein. Ja. Das ist halt weil am günstigsten sowas, ist natürlich, was du mir erklärt hast, nicht mehr hängen geblieben hat, dass es halt, dass es immer diesen schnellen Peak gibt. Für den Peak, genau. Ansonsten Casein ist das gute Nachtprotein. Casein zum Schlafen. Ja, das haben wir gelernt bei der. Hört euch schon mal die Pumperfolge an, schwöre, Beste. Ansonsten musst du dich mal mehrfach nachts wecken, es geht auch nicht. Oh, das ist so geil, wenn Kevin Wolter irgendwas erzählt und nebenbei dann wieder irgendwie so ein, deswegen habe ich es geholt. Deswegen diese komische Puffreis-Dinger holt und da drauf dann halt 7 Lagen Truthahnfleisch draufdrückt. So. Nein, Thunfisch und Hüttenkäse, mehr brauchst du nicht. Genau. Bisonfleisch, kennst völlig du gut unnötig. Und günstig, 60 Cent. Das war dann aus Brain and Gain. Ja, die gute Brain and Gain Diät. Das Symbol ist super, beziehungsweise das Intro. Du siehst halt irgendwie so comichaften, regnerischen Stadthimmel in der Nacht, wie Myra Max oder sowas, und dann an den Himmel gebracht, wie das alte Batman-Symbol, halt einen gespannten Bizeps, und in dem Bizeps schimmert so ein Gehirn raus. Ja, aber die Computergrafikqualität von Thomas D.'s Rückenwind. Ja. Und er ist raus, mein Baby, und hat Rückenwind. Denn Thomas D. ist geschwind wie, keine Ahnung. Wie sein Kind. So ungefähr war ja immer diese. Geil. Ja. Weiterer Kanal bei mir ist, um da mal weiterzumachen. Wenn wir mal weiterkommen, was anderes bringt uns nicht weiter. Klimansland von Finn Kliman, der. Ich glaube, der ist eigentlich so ein Werbe-Harry aus Bremen, hat relativ früh so einen eigenen Kanal, Finn Kliman, Bastelkönig oder sowas, eröffnet, wo immer versucht, irgendwas zu basteln, und es ging meist schief, und mittlerweile hat er so ein auch bei Bremen in so einem kleinen Dorf so einen fetten alten Bauernhof gekauft, angemietet, keine Ahnung, wird halt gut unterstützt von Funk, kann machen, was er will, weil er im Gegensatz zu uns. Genau, weil wir halt einfach zu alt sind. Und wurde ich anfangs, also weil der schon mörder viele Klicks hatte, und da kam halt dann Funk auf ihn zu und hat gesagt, nee, weiß ich nicht, wir jetzt hier keine Richtlinie haben, du kannst machen, was du willst, wir finanzieren dich, nur zum Schluss kommt halt Funk durch. Und ja, okay, und die machen halt sehr viel Blödsinn auf dem großen Gelände, und das ist halt immer schön zu sehen. Wenn du ihn alleine siehst, oder beziehungsweise was ein bisschen schwierig ist, du merkst halt, dass er schon ein krasses Ego hat und dass er meint, er kriegt halt alles hin, obwohl halt nicht sauber ist und er sich fast bei jedem zweiten Ding verletzt, super schnell redet. Und das ist halt teilweise anstrengend.
Er meinte, er sagt auch voll oft, ja, ich liebe auch noch diese Projekte, wo man halt einfach nicht vorzeichnen muss, was man genau für Maße halt braucht und einfach loslegt und der schweißt halt irgendwas zusammen und der hat halt irgendwie klassische Handwerker-Motto, einmal messen, zweimal schneiden. Genau. Und er hat halt vor Jahren angefangen mit dem Schweißen, jetzt sieht er sich halt schon, dass er sehr, sehr gut schweißen kann, wenn man halt mal so ein bisschen Verständnis von Schweißen hat, Schutzgasschweißen oder Elektrodenschweißen, bei ihm ist es mal Schutzgasschweißen, der brät da halt irgendwelche Verbindungen, die sie natürlich erstmal halten, aber Gefahr ist halt einfach, dass er dabei das Metall auch selber angreift und die Schweißnaht sich dann Jahreszeiten dann halt einfach verselbstständigt und dann auseinanderfällt. Und da sind oft Dinger mit Schaukel und sonst was, wo dann halt auch einfach Gefahr droht, wenn jetzt jemand abrutscht. Aber es sind halt, also es ist wie ein riesen Abenteuerspielplatz, was da so hergestellt wird. Und das ist halt schon sehr lustig zu sehen. Klimansland, ja, finde ich ganz lustig dann. Ich kann eine Wissenssendung, die ich gerne schaue, die animierte Videos hat, die ich dir auch schon empfohlen habe. Ich glaube, du hast die auch abonniert, kurz gesagt. Ja. Kurz gesagt, in a nutshell, so Erklärvideos mit so einem relativ einfachen Animationsstil. Aber Heidewitzke, was für Inhalte. Sehr schöne Stimme, genau. Also sehr komplexe, auch oft sehr deprimierende Inhalte über, naja, was passiert, wenn uns ein Gammastrahlenblitz trifft? Das merken wir gar nicht. Nach 2 Sekunden ist unsere Atmosphäre weg. Naja, und immer so nonchalant darüber. Es gibt lustige Vögel und Enten, die das Ganze so ein bisschen begleiten. Sehr viele Popkulturwitze, die sich da eingeschlichen haben in die Serie. Und einfach eine sehr gute Form. Inzwischen werden die auch von Funk gesponsert oder wurden mal von Funk gesponsert kurzzeitig. Echt? Okay. Irgendwie glaube ich, das ist schon wieder vorbei, weil im letzten Video haben sie gesagt, wer die auf Patreon unterstützt, also diese Plattform, wo Supporter Geld geben pro Video oder pro Monat, und wer sie da unterstützt, der bekommt eine Ente. Oder bekommt einen Vogel. Und das, also diese Comicfigur. Genau, das ist nicht immer derselbe Vogel, sondern es sind immer andere Vögel da drin. Die wird irgendwie zufällig zusammengestellt aus verschiedenen. Warum Vogel? Ist das irgendwas Symbolisches? Nee, ich glaube, das hatten sie einfach mal anfangs als Gag eingeführt. Hm. Und jetzt, also es hat einfach so ein bisschen zum Aushängeschild der Serie oder der Sendung geworden. Und deswegen war ich eigentlich der Ansicht, wenn sie wieder auf Patreon sind und wieder so um das Geld der Leute, vielleicht ist die Kollaboration mit Funk wieder dahin oder die wollen das nur auf Deutsch haben und die Englische muss unterstützt werden oder so. Aber halt sehr, sehr schöne Sachen so zum Fermi-Paradox, warum wir noch kein außerirdisches Leben gesehen haben. Obwohl wir eigentlich theoretisch hätten müssen. Also manchmal, wenn ich in der S-Bahn sitze, dann... Ja, gut. solche Sachen, wie gesagt, also viel Astronomisches tatsächlich, viel Biologisches, aber auch Wirtschaftssachen. Neulich hatten sie was zum Grundeinkommen. Irgendwann habe ich auch mal gesehen, weiß das Eichhörnchen, wo seine Nüsse sind oder so. Ah. Da ging es halt darum, dass das Eichhörnchen wohl mehr Nüsse vergräbt, als dass es wiederfindet. Und das ist halt auch eine Taktik, weil wenn es selber nicht mal weiß, wo die Dinger sind, dann werden es halt auch die Fressfeinde bzw. die Diebe, die halt quasi einfach nur darauf warten, Nüsse zu sehen, wo sie vergraben sind, auch nicht finden. Und es hat irgendwie eine Trefferquote von 80% oder sowas, aber es ist halt auch harte Arbeit, wenn ich finde, so wenn ich alles vergraben. Harte Arbeit, wofür? Für Nüsse! Ja, ein weiterer Kanal, den wir auch beide schauen, ist GameTube, ein Gaming-Kanal von vier... Let's Plays, ja. Genau, ein Let's Play-Kanal von vier... Martin, Michi, Daniel und Fritz. Vier Redakteuren von... Ehemalige Redakteure. Also, alles ehemalige, das sind alles... Nee, nicht alles ehemalige, nur Martin hat das schon aufgehört. Okay. Und ich glaube, Daniel macht auch nur Community-Betreuung. Okay. Und naja, Michi und Fritz machen, glaube ich, nur eine Videoreaktion. Aber ja, alle für GameStar und GamePro gearbeitet, genau. Also. Und das Schöne daran, also es gibt natürlich unzählig viele Let's Player, aber die sind halt einfach in einem entspannteren Alter. Ja. Also obwohl man sagen muss, Gronkh ist älter als die und macht manchmal Moderation mit Kumpeln. Er hat halt eine Zielgruppe, die anders ist. Ja, aber ich glaube, er glaube ich, versteht sich jetzt nicht so dermaßen. Er wird halt immer so angetriggert, ab und zu habe ich auch mal Gronkh gesehen, oder, wenn er spiellustig ist, aber seine Freundin und sowas, die treiben ihn dann schnell in so eine Teenager-Modus. Das ist halt irgendwie die ganze Zeit nur sowas. Und das haben die halt nicht. Und die haben halt auch die Fähigkeit, Spiele zu spielen, anzuschauen. Teilweise sind die dann auch in ihren Gesprächen komplett verloren. Aber die haben halt auch Pausen, so dass man wirklich das Spiel anschauen kann und mit denen das Spiel verfolgen kann. Was ich total lustig finde, weil dieses Let's
Play-Prinzip, da hat mich Klaus auch drauf gebracht vor Jahren. Ja. Das hat mich halt einfach an früher erinnert, wenn man beim Kumpel bei der PlayStation 1 daneben saß und der hat dann halt irgendwie so ein geripptes Biohazard-Spiel aus China dann halt irgendwie importiert und man hat einfach nur da gesessen und zugeschaut. Was man hier im Westen Resident Evil nennt. Genau. Und das war halt super spannend, nur daneben zu sitzen. Und genau das Gleiche passiert mir halt dann auch, wenn die halt irgendwelche spannenden Spiele spielen und ich dann einfach nur zuschaue und ich höre die ja. Mhm. Und also am besten finde ich eigentlich immer so irgendwelche Gruselspiele, weil die haben dann halt immer so einen kleinen Monitor oben. Da haben sie auch einen eigenen Kanal für GameTube Horror. Ja, aber die haben halt die letzten Gruselspiele dann wieder auf dem Hauptkanal laufen lassen, weil ich glaube, den betreut keiner mehr. Reichweite, Genau. Und die haben halt einfach nicht regelmäßig so viel Content im Gruselbereich, dass sie jetzt sagen, sondern ich packen es halt alles auf ein. So. Ich finde generell auch die Spiele sehr gut, wo sie einfach zu viert oder zumindest versuchen zu viert zu spielen, so wie Sea of Thieves. Ja. Auch wenn das Spiel halt eigentlich mega langweilig ist nach einer Weile. Aber einfach aber am Anfang war es schon Chaos-Faktor ist super. Und dann haben die halt auch so einen Talk-Bereich, also haben verschiedene Talks, aber einer nennt sich dann irgendwie Daniel Zweizeit, weil er Daniel Veit heißt. Ne? Ja, und dann nehmen sie halt so eine alten Journale. Der übrigens auch super lustig auf Twitter ist. Okay. El Ebenezer. Must follow. Und da nehmen sie halt irgendwie die Wochenend, Bild der Frau und irgendwas und konzentrieren sich nur auf solche schlimmen Schlagerthemen und versuchen die dann wirklich zu analysieren. Und aber verlieren sich dann meist auch irgendwie in irgendwelchen obskuren Ideen. Aber das ist halt schon, das ist einfach grundlegend sehr unterhaltsam. Es ist bei mir immer spielbezogen. Also zeitweise waren so viele Spiele, dass du halt immer 2, 3 verfolgen konntest und die regelmäßig schauen konntest, dann sind halt einfach mal Leute im Urlaub oder sind halt einfach blöde Spiele. Ja. Und dann schaue ich halt auch einfach mal ein paar Monate nicht. So, und aber generell, wenn ein gutes Spiel ist und die beiden Bock drauf haben, das ist halt auch die Sache. Irgendwann gab es mal ein Spiel, da hatte halt einer keinen Bock und ist ausgestiegen, da kam ein anderer zu. Das war GTA. Okay, das ist total wichtig, wenn du halt merkst, dass jemand einfach nur dabei ist, weil er dabei ist. Aber auch die richtige Entscheidung, dann Martin ist ausgestiegen. Ja. Was ich ja total nachvollziehen kann, weil das also voll, für mich ist es auch nichts. Und das ist halt, das ist echt schön zu sehen. Also ich habe mich sogar ertappt, dass ich die alte Playlisten nochmal angeklickt habe. Das ist halt auch das, Also ganz für mich ganz klassisch, also als die haben so ein GameTube Versus gemacht, wo sie gegeneinander spielen. Ah, stimmt, Gang Beasts. Mit so wabbeligen Knie. Ja, so lustige, so Gummibärchen mehr oder weniger, die gegeneinander kämpfen. In so furchtbar lustigen Szenarien, das ist der Knüller. Das finde ich super. Und DayZ. Die Zombie-Dings, ne? Zombie-Apokalypse. Genau. Ja. Also ich erinnere mich noch an so eine super Anmod von Michi. Herzlich willkommen zurück bei drei Amigos auf dem Weg nach Tscherno, nur dass wir keine Freunde sind. Und wo sie und in der alten Version von DayZ, es konnte auch so leicht einfach was passieren. Man geht falsch aus der Tür raus, knickt um und bricht sich das Bein. Und den Rest der Zeit kriecht man nur noch als Ballast für die Gruppe hinterher. Also ein bisschen so dieses Überlebensgenre wurde jetzt ja abgelöst von PUBG und Fortnite. Was halt einfach dann viel spannender und viel Fortnite ist da, wo dieser Tanz herkommt. Genau. Ja, ja, der kommt nicht daher, aber der hat das, ich glaube, das Spiel hat das mehr oder weniger einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt, ja. Also halt diese Battle Royale-Spiele, wo 100 Leute antreten und dann wird die Karte immer kleiner und irgendwann muss man sich dann durch das Gesicht zerschießen, nachdem man sich eine Weile versteckt. Aber das führt mich zu einem anderen Let's Play-Kanal, den ich gerne schaue. Die spielen nämlich sehr häufig PUBG. Und zwar Team Eurogamer. Ein englischsprachiger Let's Play-Kanal. Die auch zu viert sind. Inzwischen sind sie wieder zu viert. Zwischenzeitlich war mal einer von ihnen ausgestiegen. Und auch die auch eine super Mischung haben aus Charakteren, die auch alle an die 30 oder über 30 sind. Also was man bei GameTube ja auch lobend hervorheben muss. Leute wie wir verstehen die Popkultur-Anspielungen. Und das ist bei dem Kanal auch so. Die spielen dann PUBG, was einfach saulustig ist, weil man weiß auch nicht, spielen sie zusammen in einem Team? Oder versuchen sie sich gegenseitig zu sabotieren? Ist halt einfach sehr, sehr unterhaltsam. Das ist auch ganz normales Let's Play. Ja, Let's Play. Die haben auch, also die machen Let's Plays. Hauptsächlich machen sie aber Tests auf der Seite, Vorstellungen von neuen Spielen und so. Interviews, das war auch das, wo ich neulich meinte, da war Jeff Goldblum im Interview zu Jurassic World. Ja, auch zu viert. Für mich persönlich, mir persönlich liegt es auch am Herzen, weil ich tierisch verknallt bin in Moderatorin Aoife Wilson, die aus Irland kommt, mit ihrem irischen Dialekt. Hat sie rote Haare? Ach, nee, blonde Haare. Hat sie so ein porzellanhelles Gesicht? Oh ja. Oh ja. Hi, I'm Aoife, I'm from Derry in Ireland. Oh, okay. Ach, Aoife. Naja, aber also insgesamt einfach sehr unterhaltsamer Kanal. Ja. Also auch die Mischung, die haben auch ein super Let's Play von Stardew Valley.
einem Spiel, das alle unsere Zuhörer spielen sollten, Oscar Brown, von Stardew Valley, so einem Farm-Simulator, den man inzwischen auch im Multiplayer spielen kann. Bitte, wir sollen einen Farm-Simulator spielen? Der ist super, der ist wirklich super. War das nicht irgendwie 2005 in? Nee, nein, nicht die Art von Farm-Simulator, sondern erinnerst du dich noch an Harvest Moon auf dem Super Nintendo? Natürlich nicht. Okay. Nein, einfach so ein... Erinnerst du dich noch an Harvest Moon? Also Spiele wie Final Fantasy damals. Final Fantasy 7, glaube ich, kannte ich. Davor, wo es noch 2D war. Okay. Naja, auf jeden Fall so isometrische Draufsicht. Und das Schöne an Stardew Valley ist, es hat eine... Was ist denn eine isometrische Draufsicht? Na, von oben drauf, also leicht angeschrägt. Naja, nicht so, sondern so. Das ist isometrisch. Genau. Und wenn ein Vogel so schräg vorbeifliegt, ist er dann gleich ein isometrischer Vogel? Ja. Cool. Ein Ornitho-Isometre. Alter Ornitho. Hast du einen Wasserkocher unter deinem Sofa? Ja, cool. Was, wenn du spontan einen Tee brauchst? Bei dem Wetter. Also ich wollte gerade sagen, in das Wasser kannst du jetzt so einen Teebeutel stecken. Fertig. Bums. Naja, und das hat eine Person programmiert, Stardew Valley. Programmiert? Programmiert, ja. Was bedeutet das? Kannst du irgendwie programmiert, das hat eine Person programmiert. Das ist halt einfach so ein super sympathisches Spiel, weil es halt einfach sehr an diese alten Super Nintendo-Spiele erinnert. Du musst auch nichts machen in dem Spiel. Fortress of Fear. Ja. Du kannst machen, was du magst. Es gibt eine Mine. Du kannst auch einfach nur in die Mine gehen und Monster jagen. What? Du kannst Mineralien abbauen. Du musst mit niemandem in der Stadt reden, wenn du nicht willst. Du kannst aber mit jedem in der Stadt reden und irgendwelche zusätzlichen Abenteuer erleben. Und das ist Eurogamer. Genau, die spielen das zu viert. Ja. Und auch die Kombination von dem, was sie machen, wie sie ihrer Ansicht nach die Farm führen sollten, ist absolutes Chaos und es wird noch dadurch verstärkt, im Multiplayer-Modus gibt es ein gemeinsames Konto, was alle verwalten. Das heißt, wenn einer Blödsinn einkauft, dann geht es vom gemeinsamen Konto ab. Ich bin ausgestiegen, so mein Alter. Ja. Nice, ich würde, aber es ist halt, das Spiel so detailliert beschrieben. Ist es ja unterhaltsam. Team Eurogamer, Aoife Wilson. Ja. Aoife. Ich packe da jetzt mal ein paar zusammen, weil das halt eine Richtung ist. Wir auf der 1-Stunden-Marke. Okay. Steven Colbert und Conan. Okay. Ich dachte, und Schlaganfall. Und Seth Meyers und wen gucken wir noch? John Oliver, aber den kann man dann nicht so ganz erzählen. Ja, John Oliver und einer fehlt noch. In meiner Graham Norton fand ich manchmal noch ganz unheilsam. Nee, the Queen of Late Night. Ja. Ich meine aber so die ja. Late Night Clips. Ja. Also bei denen ich sagen muss, glaube ich, dass ich Stephen Colbert, also da wird halt am meisten Content rausgeschmissen. Mhm. Bei Conan sind die Clips halt immer so 3 Minuten maximal lang. Und das ist halt, also sollen. Und halt eigentlich der Monolog nur in den seltensten Fällen. Genau, drauf. Und das ist ganz klar immer noch irgendwelche Teaser. Und bei Colbert hast du halt einfach die erste und zweite Stand-up-Nummer, hast du teilweise komplett drin, so 10-Minuten-Dinger. Und da hast du eigentlich ganz geil am Morgen die Show vom Vortag und somit sehr, sehr aktuell. Ja. Bei Seth Meyers ist es, glaube ich, ähnlich. Ja, aber da vor allem halt so die längeren Rubriken. Ja. Also ja. Die Interviews finde ich dann meistens gar nicht so gut. Ja, das aber kommt dann halt auf den Gast immer an. Das ist ja klassisch so. Ja, aber er hat einfach super Rubriken wie zum Beispiel das The Check-In und wie heißt das andere große? Check-In ist aber neu, oder? Ja, Check-In ist relativ neu. Wie heißt denn das andere, was er eigentlich immer hat? Closer Look? Closer Look, ja. Stimmt, das sind so die ersten. Ja, und das ist halt, glaube ich, sowas, was wir uns dann. Also ich merke dann halt auch, dass, also natürlich der ganze Trump-Horror, dass da halt so die Basisinformationen bei mir immer gelegt werden. Also das ist halt, ich eigentlich immer so den Teaser quasi über die Late-Night-Shows kriege und dann die restlichen Informationen ziehe ich mir aus dem Spiegel oder so. Aber das ist halt das. Weil so ist es halt auch. Die Horrormeldung muss halt erträglich verpackt werden. Und das können halt die Late-Night-Talker am besten. Ja, und so schlimm es ist ja auch objektiv komisch, was passiert. Genau, ja. Und es ist halt auch interessant, weil das Publikum ja dann halt auch immer auf das reagiert und er muss halt, also meist Colbert oder sowas, er muss halt keine Gags vorbereiten, sondern er wiederholt nur das, was beispielsweise Trump sagt, macht, vorhat, bla bla bla. Und dann, ja, weiß nicht, reagiert halt das Publikum an sich und das ist halt auch einfach, also das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, mit dem Wahnsinn manchmal umzugehen, dass man sich dennoch informiert, aber es halt einfach nicht nur trocken nimmt, weil, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass es dauerhaft krass deprimierend
wirkt. Und dann ist es halt über die Ebene der Late-Night-Show so halt, dass man... Distanz über Komik. Ja, wie Harald Schmidt mal gesagt hat, wenn du am Vulkan stehst, dann kannst du nur tanzen. Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, oh mein Gott, sondern wir tanzen halt. Ansonsten die Show, die du vergessen hast übrigens, war Daily Show with Trevor Noah. Ja, Trevor Noah, ja. Genau. Ja. Der das, ja. Für mich hat es ein bisschen gedauert, mich an Stephen Colbert zu gewöhnen, als er... Weil ich ihn halt davor als diese Kunstfigur, Stephen Colbert, aus dem Colbert Report kannte. Okay, er kannte ich ja gar nicht. Wo er halt diesen konservativen Nachrichtenhost gespielt hat. Okay. Da gab es ein ähnliches Programm jetzt auf Comedy Central. Das war im Saturday Night Live. Auch von der Daily Show. Okay, früher mit Jon Stewart. Seth Meyers kommt aus SNL, oder? Genau, ja. Okay. Ja. Es gab eine ähnliche Show jetzt auch mit einem konservativen Moderator, konservativ in Anführungszeichen, Jordan Klepper und The Resistance. Nee, nicht The Resistance, so hieß er ähnlich. The Opposition. The Opposition with Jordan Klepper. Und Jordan Klepper spielt dann auch so einen super konservativen Nachrichtenmoderator im Stile von Alex Jones. Also wer ist denn Alex Jones Sendung? Die Stephen Colbert auch parodiert als Brain Fight. Alex Jones, dieser aufgedunsene Typ, der in seinem Keller sitzt und einfach nur rumschreit. Infowars! Genau. They're making the frogs gay. The motherfucking frogs. It's not enough for them to be gay. Now the frogs need to be gay too. Ja, genau. Der noch nebenbei hat irgendwelche Survival Nutrition halt verkauft. Ja, genau. Also was er eigentlich... You just need one pill and you're done with eating. You're done. Was ja eigentlich sein Hauptding ist. Einfach davon lebt er ja und der Rest ist aber ja... Aber der wird so irgendwann während einer Aufzeichnung sterben, oder? Hoffe ich doch. Weil der ist immer so tief violett, hat halt immer Halsschlagadern wie ich, Zehen am Fuß und denkst, das ist gleich plopp und dann war es das. Ja, also das war also leider eingestellt, Jordan Clappers, the Opposition, der immer jede Show beendete mit The Fight Continues und der dafür für die wahre unterdrückte Mehrheit, nämlich weiße heterosexuelle Männer, eingestanden ist. Aber habe ich vielleicht noch was in die Richtung? Was irgendwas in diesen... Also so Unterhaltung und Late-Night-Comedy-Talkshow-Schrägstrich. Ach so. Satire. Zeitweise habe ich mir immer gerne reingezogen. Ab und zu mache ich das noch. Master Wong, der ich glaube, der hat halt im Wing Chun angefangen. Ein Chinese, der in London lebt und hat halt einen super geilen chinesischen Dialekt, wenn er halt dann Englisch spricht und erklärt dann halt immer so eine kleine Techniken, versucht die halt straßentauglich zu machen. Und versucht das dann halt immer lustig zu erklären, von wegen, weiß nicht, if he touched you, you grab his hand and you break finger and now you can't touch any titties anymore. So, dann denkst du, okay. Und das Geile ist, der ist halt immer voll aufgeladen, weil er halt einerseits aufgeregt ist und dann will er das halt auch irgendwie so männlich präsentieren. Und dann gibt es noch so ein Part, wo er halt dann Tai Chi praktiziert, wo es halt auch herkommt. Das kann er halt dann auch, also totale elegante Körperbeherrschung. Und wenn er dann nach Tai Chi oder während Tai Chi Übungen redet, dann ist er komplett im Fluss und voll ruhig. Das ist ja so zwei Gesichter. Und das ist sehr entertaining, weil es gibt ja halt so viele Kampfsportseiten oder irgendwelche Selbstverteidigungsseiten, die halt, was ja okay ist, wenn es wirklich faktisch ist, ich finde es aber immer bescheuert zu sagen, ich schaue mir was an und mache es im Garten und kann ich, sondern ihr müsst es halt real life mehr oder minder trainieren. Und das aber die Visualisierung hilft ja. Aber also gerade wenn man selber trainiert. Also das ist halt so ergänzend, finde ich das okay. Ja, total. So, aber manche glauben ja von wegen, ey, ich habe drei Kanäle abonniert und die trainiere ich regelmäßig zu Hause im Garten. Wenn jetzt was passiert, kein Problem. Ja. Und das ist halt die große Gefahr. Ja, man muss genau dieses Bewusstsein dafür haben, ansonsten so Sportpsychologen, Sportärzte haben das untersucht, wie das, am Beispiel von Fußballspielern, dass sie zum Beispiel auch deswegen technisch besser geworden sind, weil die bei FIFA die Bewegungen besser visualisieren können, aus verschiedenen Winkeln. Ja. Und das merke ich halt auch bei den Klettervideos, wenn es, kann man den Fuß auch einsetzen. Man braucht das Bewusstsein. Das ist halt alleine wie ein Supplement fürs Gehirn. So. Wie ein Supplement fürs Gehirn. Oder so. Brain and Gain. Wenn du Hühnchen isst, dann siehst du halt aus wie ein Hühnchen. Deswegen Bison, aber Bison brauchst du nicht, 50, 60 Euro für ein Kilo. Ja, wollte ich gerade sagen, war teuer, oder? Ja, haben wir damals gemacht. Bison. Ja, deswegen habe ich einen Elefant gegessen, mich umgestiegen, weißes Rhinoceros, leider ausgestorben, aber bis dahin war es ganz lecker. Ich bin Kolumbianer, bin mit 2-3 nach Deutschland gekommen. Traurige Geschichte. Ja. Ein bisschen geraucht, deswegen, den Stress zu bewältigen. Alle sagen von wegen, ich bräune immer so, aber das ist, weil ich halb Kolumbianer bin. Das ist halt so Standard. Ich dachte, da war halb Argentinier. Fakt. Haben wir noch irgendwas, was wir...
Was gibt's denn noch auf YouTube? Fünnisse mit Dirk und Klaus. Ja, ich glaube, gehen wir in die Abmord. Wir sind fast eine Stunde drauf. Ehrlich, wenn ihr das in der gleichen Hitze hört, in der wir gerade sitzen, dann habt ihr auch keinen Bock mehr. Nee, ich weiß jetzt nicht. Also meine... Ja, meine finde ich, finde es schon in Ordnung. Was sind denn bei dir die Standard, also die ersten, die du am meisten... Ich kann nicht reden und irgendwas machen. Die ersten, die du am meisten... Oh, How not to get choked against the wall, woman self-defense. Neu, was ich hier ganz lustig finde, ist Who is America mit Sacha Baron Cohen. Ah, das hast du jetzt hier immer nicht reingezogen. Genau, wo Sacha Baron Cohen in verschiedene Rollen schlüpft. So eine HBO-Serie. Ja. Stellt auch mal ziemlich viel vor. Andere HBO-Serie, die auch gerade in Sommerpause ist, Real Time with Bill Maher. Hm. Und die ist deswegen so amüsant, weil Bill Maher ein richtiges Arschloch ist. Jemand, der sich, kein Blatt vor den Mund nimmt und der einfach richtig fies ist, der von Donald Trump verklagt wurde, weil Bill Maher gefordert hat, Donald Trump soll nachweisen, dass sein Vater kein Orang-Utan war. Der halt einfach, also der wirklich fies ist, der oft auch einfach, also die Leute böse beleidigt, aber trotzdem fair bleibt. Also auch viele Republikaner kommen zu ihm in die Show. Er hat viele Gäste, auch viele Gäste, mit denen er sehr lange Interviews teilweise führt. Sehr unterhaltsam, Bill Maher. Auch relativ bekannter TV-Comedian. Okay. Also das Gesicht hat man wahrscheinlich schon mal gesehen. Einen hätte ich jetzt noch, weil, also den haue ich noch raus, weil der hat mir echt ein bisschen schon geholfen. Der Kanal heißt Wie unaniert man richtig? Liebscher und Bracht, die Schmerzspezialisten. Ah. Ich glaube, Bracht ist seine Frau. Dr. Bracht ist halt Medizinerin und er hat halt eine krasse Historie hinter sich. Ist Wing Chun Master, hat halt jahrelang bei einem alten Großmeister, ich glaube, in Deutschland gelernt, hat dann halt sehr viel traditionelle chinesische Heilmethodik und sowas studiert, ist jetzt gerade unterwegs, versucht so ein bisschen die europäische Medizin auf den Kopf zu stellen mit dem Buch Die Arthrose-Lüge. Und ich habe halt einfach nach irgendwas gesucht, weil ich hatte rechtes Knie, unter dem rechten Kniegelenk kennen manche vielleicht so einen Schmerz, wenn man halt, weiß nicht, schnell Treppen steigt oder Knie hochreißt oder gar halt aufs Knie sich hinkniet. Und bevor man dann halt irgendwie einen Quatsch schluckt, dachte ich, guck mal, ob es irgendwelche Alternativen gibt. Meine erste Aktion ist dann immer so von wegen schon. Und dann habe ich das schon ein paar Mal gehabt, das ist auch wieder verschwunden. Und er hat halt beschrieben, also in einem Video beschreibt er halt, wie man allgemeine Knieschmerzen wegkriegt. Er meinte halt, so 80-90% sind es halt immer welche, die halt durch einseitige Belastung kommen. Und da der Oberschenkelmuskel, der Quadrizeps, der aus vier Muskelgruppen besteht und der längste hängt sich ungefähr an der oberen Hüftspitze auf und zieht sich dann übers Knie und der schwächste Punkt ist dann halt unter dem Kniegelenk. Also es hat selten was mit dem Kniegelenk selber zu tun. Man assoziiert das bloß, sagt, Schmerz am Knie. Und da geht es halt um die Dehnung, also um die Belastung und Entlastung des Gelenks. Und halt auch die Sehnen, die da lang führen. Und er hat dann einfach eine Technik rausgehauen, die sowas Ähnliches ist wie beim, was war das damals? Beim Karate war das der traditionelle Abgruß, dass man sich halt wie eine Meditationssitzung halt auf beim die Judo Schienen. Auch, ja. Also einfach genau, bei allen japanischen Kampfsportarten nehme ich an. Auf die Schienenbeine setzen. Mit dem langen Spann. Genau. Ja. Und das dann halt einfach mal aushalten. Am besten, also man trainiert es halt im Weichen, wenn es überhaupt nicht geht, dass man ein Kissen drunter legt und bla. Und trainiert sich dann irgendwann so weit, dass man halt wieder wie früher halt auf dem harten Boden abknien kann, beziehungsweise da halt so sitzen kann. Das ist halt auch eine, im Yoga gibt es halt zum Beispiel verschiedene Sitzhaltungen, das ist halt auch eine Meditationshaltung, da geht es halt darum, dass man die Waden noch nach außen schiebt, dass man nicht die ganze Zeit auf Muskel so drückt. Und die führt ja dann noch weiter, dass man sich so nach hinten abstützt mit den Händen und dann die Hüfte ein bisschen nach oben streckt, so man dehnt man die Seite in eine andere Richtung und ich habe dann, denke ich mal, weil ich das überhaupt nicht mache, durch unser Laufen halt diesen Part halt auch mal wieder, also Oberschenkel belastet durch Laufen, bla bla, aber halt nicht. Also diese Haltung, diese Dehnhaltung haben wir zum Beispiel in keiner Übung. Mhm. Und es ist nicht weg, aber es ist allein, habe ich es einmal nur gemacht, beim allerersten Mal und habe es kurz danach schon gemerkt, wie eine krasse Entlastung passiert ist. Und er hat ganz viele interessante Übungen, um halt die Faszien und Muskulatur im Hals, im Nacken, überall zu lösen, die man halt alle selber machen kann, die halt auch alle halt dann traditionell aus der chinesischen Heilkunde kommen, beziehungsweise mit angelehnt sind. Ich glaube auch russische Elemente aus dem Systema sind da drin. Schön finde ich halt auch, dass er die ganzen Sachen vorführt, nicht mit irgendwelchen jungen Sportlern Anfang 20, sondern da sind dann halt Damen sind dann 60 oder sowas. Und
und ihnen geht es immer darum, das zu verbreiten, weil ganz klar, wie es in der Medizin im westlichen Teil halt ist, mit Schmerzen verdient man Geld. Und da meinte halt auch, so viele Eingriffe sind halt einfach bares Geld, genau wie halt alle möglichen Knie-OPs. Deswegen werden gewisse Knie-OPs mittlerweile auch gar nicht mehr von der Kasse halt gefördert, weil die davon nichts haben. Die Heilchance ist halt sehr, sehr schlecht, weil du halt dann dich ersetzt, also ein Schmerz wird zu einem anderen ersetzt. Naja, und er meinte halt, je älter man wird, muss man natürlich je mehr tun für das gleiche Ergebnis, aber es ist halt alles selber machbar. Und das, also ich habe halt einfach so ein paar Sachen richtig faszinierend. Oder wie er öfter gerne mal im unteren oder oberen Rücken ist, irgendwas zieht sowas und dann denkst du, ja, einfach mal über eine Flasche abrollen, also ein Scheiß. Genauso wie ein Mythos, oder was ich letztens gemerkt habe, was ich halt dann auch schon mal gemacht habe und wohl falsch gemacht habe, er meinte halt dieses, was mittlerweile auch ganz viele gerne machen, Faszienrollen nutzen und Rollen gerne, der Klassiker zum Beispiel, legst die Faszienrolle hin, legst dein gestrecktes Bein, also die Wade drauf und rollst vor, zurück, vor, zurück. Mhm. Und er meint, das ist totaler Quatsch, du musst halt in eine Richtung rollen und die Faszien in eine Richtung sehr, sehr langsam ausrollen, weil es sind ganz feine Kapillare, die dann halt auch gelöst werden und Sehnen und bla. Also kleine Tipps, die halt sehr, sehr viel bringen und sein Ansporn ist halt auch eher so, dass man so mehr Wissen, glaube ich, über den Körper und sich so mitkriegt, anstatt dass man jetzt einfach blind, was manche ja gerne machen, Geld ausgeben, Tabletten schlucken und sagen, jo, jetzt ist besser. Mhm. Ja, das Ding finde ich sehr, sehr geil, kann ich ans Herz legen. Ich habe auch noch, mir fällen noch drei Kanäle ein, die aber alle in die gleiche Richtung fallen, deswegen würde ich die noch abschließend nennen. Ja. Nämlich Analyse- und Theoriekanäle. Für Leute, die, wie ich zum Beispiel, Filmwissenschaften studiert haben, interessant. Was? Zwei Filmkanäle, einmal der inzwischen eingestellte Tony Jew's Every Frame a Painting, der halt verschiedene Filme analysiert und nicht, wie man es aus der akademischen Welt kennt, irgendwelche verstaubten Klassiker, sondern der hat einfach Michael Bay oder die Edgar Wright-Komödien analysiert. Sehr, sehr lustig, sehr schön geschnitten, sehr schön zusammengestellt. Every Frame a Painting von Tony Jew. Immer noch aktiv. Manchmal ein bisschen in Richtung, wo ich die Filme auch nicht unbedingt kenne. Lindsay Ellis, die früher Nostalgia-Chick war. Hat auch einen sehr guten Kanal. Und was jetzt, war die früher? Nostalgia-Chick. Also hieß ihr... Ja, so hieß ihr Kanal früher. Oder sie hieß ihre Figur in einem anderen Kanal. Ja. Die halt auch eine gute Analyse hat, die, glaube ich, 9 Teile hat, über die Michael Bay Transformers-Filme. Okay. Und die das am Beispiel von marxistischer oder feministischer Filmtheorie auseinandernimmt. Was einfach super lustig ist, weil die Michael Bay Transformers-Filme einfach eine komplett andere Richtung sind mit diesem stumpfen Blockbuster-Kino. Mhm. Aber man kann eben solche Filmtheorien, die eigentlich eher verstaubt sind, eigentlich für so 60er-Jahre-Kunstfilme gedacht und entwickelt wurden, auch auf Michael Bay-Filme ansetzen. Okay. Oder auf das klassische Bayhem. Sehr unterhaltsam. Die Serie heißt The Whole Plate, nach einem Zitat aus dem ersten Transformers-Film. Wo eine der Figuren meint, sie haben vor dem Polizeifeuer haben sie ihm Donuts hingestellt. Und seine Theorie ist, die wollen dich damit nervös machen. Wenn du schuldig bist, dann bist du zu nervös, um einen der Donuts zu essen. But I ate the whole plate. The whole plate. Das ist jetzt eine Playlist, ein Ding, die genau, sie, was sie genau, gerade auf ihrem Kanal hat. Genau, das sind die Transformers-Filme gezielt. Okay. Es gab auch eine schöne Analyse zu The Hobbit, die relativ neu ist. Mhm. Und warum die Hobbit-Trilogie so ein absoluter Reinfall war, wo hast sie auch erzählt? Leute analysiert hat. Hm? Hast du gar nicht erzählt? Okay, also das kann ich empfehlen. Wie gesagt, die Videos sind halt manchmal ein bisschen, sie macht halt auch sehr viel Disney und Musical. Muss halt mal schauen, was man selbst gesehen hat, was einen selbst interessiert. Ja, ja. Disney ist ja auch dein Ding, oder? Ja, kommt ein bisschen auf die Filme an. Robin Hood! Udelally. Ach, Little John, was kann ich hier schon bieten? Sie ist eine Prinzessin und ich. Ich wohne hier mit meinen Männern im Sherwood Forest. Naja, das und mein letzter Analysekanal ist ein Videospielanalysekanal. So heißt gerade mit dem Finger auf den... Richtig, leicht berührt. So heiß. Und der heißt Game Maker's Toolkit von Mark Brown. Entschuldigung, ich habe gesabbelt. Was? Game Maker's Toolkit von Mark Brown. Game Maker's Toolkit. Genau, wo er halt Videospiele analysiert und dann sagt er, was zum Beispiel, was macht die Mario-Spiele so besonders? Was ist die Designphilosophie von Nintendo? Wie funktionieren heutzutage Soundtracks in Videospielen? Was, jetzt fällt mir das. Das ist ja schon sehr analytisches Nerd-Ding, aber das, oder? Aber das ist super unterhaltsam. Alle anderen sind schon ganz aufgeregt. So schöne, denken, wann ist die Folge nicht zu Ende? Oder wo er über Feedback-Loops in Spielen redet. Also Feedback-Loops gibt es auch in... Was ist ein Feedback-Loop? Du gibst Informationen. Wir machen es mal ein Beispiel von Mensch, ärgere dich nicht. Ja? Ja, ich bin Du hast bei Mensch, ärgere dich nicht, je mehr Figuren du im Spiel hast,
desto einfacher ist es für dich, den nächsten Move zu machen. Ja. Ja? Also das ist ein positiver Feedback-Loop, weil solange deine vier Figuren außen auf der Bahn sind, hast du für jeden Wurf, den du machst, vier Auswahlmöglichkeiten, wohin du gehst. So. Sobald du aber in den Bau wanderst, kippt das in den negativen Feedback-Loop. Weil's Bau für dich, heißt das bei euch? Wie heißt denn das bei dir? Weiß ich nicht, hat er nie so einen Namen irgendwie. Naja, also sobald du auf die Zielfelder kommst. Mhm. Aber dann wird es halt immer schwerer, weil die Auswahl immer geringer wird. Mhm. Und das ist ein Feedback-Loop. Okay. So, also die Frage ist, wenn du gewinnst, wirst du besser im Spiel oder wird es dir leichter gemacht wie beim Schach? Also je mehr du gewinnst beim Schach, desto mehr gewinnst du. Mhm. Oder wird es dir schwerer gemacht? So, naja, und das sind für oder einer Zwickmühle bei Mühle. Ja, gut, das waren noch meine abschließenden Empfehlungen. Wie hießen die letzten drei Analyse-Dinger? Game Maker's Toolkit von Mark Brown. Ja. Lindsay Ellis mit Lindsay Ellis heißt ihr Kanal einfach heutzutage. Nostalgie-Chick, ja. Nostalgie-Chick. Und The Whole Plate ist die Transformers-Reihe. Sehr unterhaltsam. Und Tony Jus' Every Frame a Painting, aber das macht er inzwischen nicht mehr. Aber die Videos, die da sind, vor allem das zu Edgar Wright und Visual Comedy, pures Gold. Aber wo wir uns zusammen an einen Tisch setzen können, ist und bleibt gerade wahrscheinlich Brain and Gain. Oder? Ja. Ja, Brain and Gain ist einfach der zweitwichtigste Kanal auf YouTube. Der wichtigste ist nämlich Fürnisse mit Dirk und Klaus, wo ihr gerne eine Frage als Kommentar unter jedes Video stellen könnt. Genau, oder wenn euer YouTube gerade kaputt ist, dann könnt ihr uns auch als Podcast hören auf iTunes oder Podcast Addict, eine App, die vielleicht nur unser einer Zuhörer benutzt. Aber wir nennen es einfach mal mit. Also Podcast Addict oder iTunes, da sind wir auch für Nüsse mit Dirk und Klaus. Und wenn ihr eine Rezension hinterlassen könnt, freuen wir uns, weil wir glauben, das sorgt dafür, dass wir vielleicht noch einen vierten oder fünften Zuhörer sogar bekommen. Juhu! Oder schreibt uns eine Mail an fürnüsse@gmail.com. Oder wenn ihr euch kurz fassen wollt, schreibt an @fürnüsseport auf Twitter. Wir können nicht auf jeden Tweet antworten, weil wir so viele bekommen. Bisher schon zwei, glaube ich, insgesamt. Ja. 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 Ja, irgendwie, ja. Und ja. Ihr könnt auch auf fürnüsseport.com gehen. Das ist unsere Website. Da findet ihr alle unsere bisherigen Podcasts und Bilder und eine Seite dazu im Browser. Ja. Das ist wunderschön. Trinkt Wasser, Freunde. Trinkt Wasser. Legt die Entspannung in den Kühlschrank und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ach, scheiße, wo ist denn die Taste jetzt? Ja, ganz schön heiß.